Apple hat vor kurzem neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle vorgestellt. Und das wohl interessanteste dieses Jahr war, dass die neuen 14 Zoll MacBook Pro Modelle nicht nur mit dem M3 Pro und M3 Max Prozessor verfügbar sind, sondern auch mit dem normalen M3 Prozessor. Das bedeutet insbesondere, dass dieses neue Basismodell ein gutes Stück günstiger geworden ist. Man bekommt es aktuell für 1999 Euro, während das Modell mit dem M3 Pro Prozessor so mindestens 2499 Euro kostet und damit ganze 500 Euro günstiger ist. Ich verrate dir, in welchen Punkten sich das neue M3 14 Zoll MacBook Pro eben von diesem M3 Pro 14 Zoll MacBook Pro unterscheidet und warum du vielleicht eher zum günstigsten M3 14 Zoll MacBook Pro greifen solltest. Du kannst in diesem Video außerdem ein iPhone 15 Pro mit diversem Zubehör gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist einen Kommentar zu schreiben, warum gerade du dieses iPhone 15 Pro gewinnen solltest. Und schon bist du im Lostopf mit drin. Dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, habe ich gehört, soll aber auch nicht schaden. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du nochmal in der Videobeschreibung. Dementsprechend viel Glück. So eine Verlosung ist natürlich nur möglich dank euch und wir haben für euch ein neues Produkt in unseren Online-Shop aufgenommen, welches ich gemeinsam mit einem befreundeten Tischler entwickelt habe. Es handelt sich um eine Monitorerhöhung aus Eichenholz und schwarzem Stahl. Das Ganze sieht nicht nur super hochwertig aus, sondern ist auch noch ergonomisch und wie unsere MagSafe-Halterung wird natürlich auch diese Monitorerhöhung direkt hier in Weimar in Handarbeit gefertigt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal auf mokit-shop.de vorbei. Ihr findet das Ganze auch direkt hier drunter verlinkt und sichert euch eines der ersten 8 Exemplare, denn die erste Charge ist auf 8 begrenzt. So, das war's jetzt, weiter mit dem Video. Der erste Unterschied, der einen bei diesen 14 Zoll MacBook Pro Modellen ins Auge fällt, ist natürlich der unterschiedliche Prozessor. Während im Baseline 14 Zoll MacBook Pro eben nur ein M3 Prozessor verfügbar ist, bekommen wir bei den teureren 14 Zoll MacBook Pro Modellen bis zu einen M3 Max Prozessor. Das bedeutet insbesondere, dass wir statt 8 CPU-Kernen beim M3 Prozessor bis zu 16 CPU-Kerne beim M3 Max Prozessor bekommen und wir auch statt 10 GPU-Kerne bis zu 40 GPU-Kerne bekommen. Außerdem bekommen wir statt bis zu 24 GB Arbeitsspeicher bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und statt bis zu 2 TB Speicherplatz bis zu 8 TB Speicherplatz. Außerdem ist auch die Speicherbandbreite von den M3 Max Prozessoren ein gutes Stück höher. Während der normale M3 Prozessor nur 100 GB die Sekunde schafft, sind es beim M3 Max Prozessor 400 GB die Sekunde. Ebenfalls interessant ist, dass das M3 Base Model nur mit 8 GB RAM startet und die normalen M3 Pro Modelle mit 18 GB RAM. Und hier muss ich tatsächlich sagen, könnte es für den einen oder anderen interessant sein, der sich das Base Model kaufen möchte, zumindest auf 16 GB RAM abzugraden. Das gibt einem dann doch noch mal mehr Zukunftssicherheit. Und wenn man doch ab und zu mal mit anspruchsvolleren Programmen arbeitet, wird sich das ebenfalls positiv bemerkbar machen. Das waren tatsächlich aber noch nicht die Unterschiede, denn auch ansonsten gibt es den ein oder anderen kleinen Unterschied. So kommt das neue Baseline M3 14 Zoll MacBook Pro nur mit 2 Thunderbolt-Anschlüssen daher. Und das sind auch keine Thunderbolt 4 Anschlüsse, sondern es sind Thunderbolt 3/USB 4 Anschlüsse, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das liegt insbesondere daran, dass man an das Baseline M3 14 Zoll MacBook Pro nach wie vor nur einen externen Monitor anschließen kann. Das kann dann zwar ein 6K-Display sein, aber nichtsdestotrotz, wer mehr Displays anschließen möchte, der muss mindestens zu einem 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro Prozessor greifen. Damit einher geht, dass die Base Models vom 14 Zoll MacBook Pro auch keinen HDMI 2.1 Anschluss haben, mit dem man dann bis zu ein 8K-Display anschließen kann, sondern dass hier eben nur ein HDMI 2.0 Anschluss verbaut ist. Und dann am meisten verwirrt war ich tatsächlich über den Fakt, dass das neue Baseline 14 Zoll MacBook Pro nicht in der neuen mattschwarzen Farbe verfügbar ist, sondern ihr es nach wie vor in Silber oder Space Gray bestellen könnt und eben nicht statt Space Gray in dem neuen Space Black. Finde ich tatsächlich etwas schade.
Der wohl größte Vorteil im Base Model des 14 Zoll MacBook Pros ist aber in meinen Augen ganz klar die Akkulaufzeit. Denn während die M3 Pro und M3 Max Modelle auf in Anführungszeichen nur 18 Stunden Batterielaufzeit kommen, sind beim normalen M3 Modell bis zu 22 Stunden drin, was einfach eine extrem gute Akkulaufzeit darstellt. Und wer hier wirklich die bestmögliche Akkulaufzeit in so einem portablen Gerät haben möchte, nun ja, der muss halt zu dem M3 Modell greifen. Außerdem ist das M3 Modell tatsächlich auch nochmal 70 Gramm leichter als das mit dem M3 Max, was natürlich für die Portabilität auch nochmal praktisch ist. Okay, das waren jetzt tatsächlich die Unterschiede. Doch warum sollte man denn jetzt zum günstigsten bzw. zum Base Model M3 14 Zoll MacBook Pro greifen? Nun ja, ich glaube ganz ehrlich, dass viele Leute da draußen die zusätzliche Leistung der M3 Pro und M3 Max Prozessoren gar nicht brauchen. Insbesondere wenn du dir überlegst, eben für die alltäglicheren Aufgaben oder zum Beispiel auch für leichteren Videoschnitt oder Bildbearbeitung hier ein MacBook Pro zuzulegen, ist der M3 vollkommen ausreichend und dementsprechend brauchst du überhaupt nicht die zusätzliche Leistung, die natürlich mit höheren Kosten bei den anderen Modellen einhergeht. Außerdem brauchen vermutlich auch die meisten nicht unbedingt 3 Thunderbolt-Anschlüsse, sondern 2 sind vollkommen ausreichend und sie werden sich viel eher darüber freuen, dass auch dieses Baseline-Modell jetzt einen SD-Kartenleser hat. Das hat ja beim 13 Zoll MacBook Pro oder auch bei den MacBook Air Modellen immer gefehlt und dementsprechend ist das für die Leute, die eher überlegt haben, sich im MacBook Air oder 13 Zoll MacBook Pro zu kaufen, ein riesiges Upgrade zu einem nach wie vor ziemlich günstigen Preis. Und da wären wir auch schon beim Preis. Der liegt aktuell bei 1.999 Euro, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er gerade bei Amazon in den nächsten Monaten noch ein gutes Stück sinken wird und wir dann dieses 14 Zoll MacBook Pro schon für um die 1.800 Euro sehen werden, was einfach ein super guter Deal ist und wir dadurch ein super portables MacBook, was ja mit den trotzdem super geilen Specs ausgestattet ist, dem super hellen Super Retina XDR Display, den super guten Lautsprecher in den vielen Anschlüssen etc. pp. Das heißt, wir bekommen nach wie vor ein wirklich gutes 14 Zoll MacBook Pro. Einfach mit ein bisschen weniger Leistung, einem Thunderbolt-Anschluss weniger und nun ja, für einen deutlich günstigeren Preis. Und das ist in meinen Augen einfach eine super Sache. Nun gut. Das soll es von diesem Video auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst dir gerne ein Like und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich riesig und vergesst auch das Gewinnspiel nicht. Wie gesagt, wenn ihr teilnehmen wollt, einfach einen Kommentar schreiben, warum ihr das iPhone gewinnen solltet. Das war's jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.